Gegen mehrere Kundgebungen der rechtsextremen NPD haben heute im Landkreis Barnim hunderte Menschen protestiert, unter anderem in Wandlitz. Vor dem Bahnhof Wandlitzsee warben die Teilnehmer für mehr Solidarität mit Flüchtlingen. Gleichzeitig protestierten sie lautstark gegen den Aufmarsch der NPD einige Meter weiter. Beobachtet von einem großen Polizeiaufgebot standen den etwa ein Dutzend NPD-Anhängern, zeitweise mehr als 200 Demonstranten der Initiative Wandlitz bleibt bunt, gegenüber. Wir wollen nicht, dass sich das mit der NPD wiederholt, was wir in der Zeit zwischen 1933 und 1945 gehabt haben. Da haben Generationen, also unsere nachfolgenden Generationen, dran zu arbeiten. Und wir haben hier in Wandlitz ein friedliches Zusammenleben zwischen Flüchtlingen und Wandlitzer Ureinwohnern. Die Initiatoren werteten ihre Aktion als Erfolg. Die NPD hatte zuvor bereits in Bernau und Eberswalde demonstriert, auch dort unter Protesten von Einwohnern.